So, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu dem WWE 2K18 Singleplayer-Modus, also zum meinen Karriere. Und ja, wir haben ja den letzten Part alle angesprochen. Wir haben uns vorletzten Part haben wir unsere Figur da kreiert, diesen kleinen. Und haben alle angesprochen. Jetzt gehen wir, haben das erste kleine Match schon mal gemacht und gehen jetzt mal wieder zu Matt Bloom und sprechen den natürlich mal wieder an. Sehr gut. Sieht gut aus. Du hast es noch drauf. Ich habe darauf geachtet, auch außerhalb des Rings in Form zu bleiben. Warum denn auch noch? Also sind wir Zurückkehrer oder was? Was soll das? Das sieht man. Jetzt hör zu. Ich weiß, woher du kommst. Dort gibt es nicht viele Promos. Fast gar keine. Kaum der Rede wert. Die Zeit ist ideal zum Üben. Ich will sehen, was du in Hinsicht drauf hast. Gehe in den Promo-Bereich und liefere eine Promo ab. Vergiss deine Erwartungen. Zeig mir, wer du bist. Okay. Jetzt soll ich bestimmt mich mal vorstellen. Dem WWE-Universum oder so. Was mich ja an den ganzen anderen Karrieremodus von den ganzen anderen WWE-Spielen so ein bisschen gestört hat, dass die ersten Matches eigentlich nur da hinten in diesem Trainingsraum und dann, bis man sich da mal ein bisschen hochgearbeitet hat und oh, das hat so lange gedauert. Und hat sich immer so gezogen. Ich hoffe jetzt hier, dass das alles ein bisschen wenigstens abwechslungsreicher vonstatten geht hier in dem Teil. Ne? So, dann wollen wir mal eine Promo abliefern. Wir müssen immer dran denken, wir sind ein Publikumsliebling und wir sind, ja, bescheiden, würde ich schon mal sagen. Ich würde sagen, wir sind ein richtig netter und werden dann irgendwann mal im Laufe der Zeit mal zu einem richtigen miesen Schwein. So, Promo-Leistung, das ist, was? Das ist eine Übernahme. In der WWE findet man die besten Kämpfer. Die haben gesagt, die WWE keine Chance hätten. Von jetzt an bekommt ihr alle eure Traummatches. Die haben in der WWE gesagt, dass ich keine. In der WWE findet man die besten Kämpfer. Das ist alles so arrogant, oder? Machen wir das. Darf ich mal kurz ernst werden? Also wirklich nur ganz kurz. Die haben alle gesagt, dass ich in der WWE keine Chance hätte. Sie haben gesagt, dass das nur ein putziger Traum sei. Ein putziger Traum? Als hätte ich nicht mehr auf dem Kasten, als wie ein Idiot zu fantasieren und in Tagträumen von Ruhm zu leben, den ich... Manu! So viele Leute legen mir Steine in den Weg. Mein kommender Vernichtungsblabla. Ich will meine Grenzen austesten und zwar gegen jeden. Bald steht uns ja... Klar. Wenn ich meine Grenzen austesten und wissen will, ob ich wirklich so mächtig bin, wie mir alle sagen, dann geht das nur hier. Es gibt da diese Mauer, die bestimmt, wie gut wir sind. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Aber ich will es genau wissen, denn dann werde ich sie mit voller Wucht durchbrechen. Die Herausforderung meines Lebens, euer Lieblingsstar wird gegen mich antreten, ich werde die Kontrolle gewinnen und das tun. Man sagt mir, dass ich weder stark noch schnell bin. Oh, das ist alles so Gejammer. Ja, das hätte ich jetzt gern gemacht. Okay, die Promo-Leistung haben wir jetzt verkackt. Wie ihn geschieht. Oh, das. Schon bald wird die alte Ordnung bröckeln und stürzen und ich ersetze sie durch mich, durch meine eigene Ordnung. An diesem glorreichen Tag werde ich auf die Ruinen der Vergangenheit schauen und das Fundament der Zukunft planen und dabei werde ich die Überreste der alten Ordnung verwenden. Das ist... Oh, mach doch nicht so schnell. Die letzte Wort lässt sich immer wissen, wenn die Promo fast zu Ende ist. Ach so. Okay, das gesamte WWE-Universum wird sich an mich erinnern. Ich werde allen zeigen, dass sie mich falsch einschätzen. Wir reiten gemeinsam auf diesen Sturm. Es kommen ruhmreiche Tage. Wir reiten gemeinsam auf diesen Sturm. Ich möchte genau dort sein, wo mein Publikum die Action sehen will. Leitet mich mit eurer Leidenschaft und eurer Liebe. Und ihr werdet, und ich werde für euch da sein, auch wenn ich alleine schaffen könnte. Was? Auch wenn ich alles alleine schaffen könnte. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte das gemeinsam mit euch tun. Ich möchte auf diesen Sturm mit euch gemeinsam reiten.
ja gut, wir haben den einen Text verkackt. Weil irgendwie, ja, man weiß ja nie, was dann so im Endeffekt rauskommt. Ne? Das ist ja das Problem. Und ich will ja trotzdem guter erstmal bleiben. Ne? Wir kommen natürlich als guter in die WWE und irgendwann müssen wir uns natürlich auch mal gegenwenden. Das ist der Lauf der Dinge. Ne? Das ist der Lauf in der WWE, in so einer Karriere. Man muss immer mal böse und wieder gut sein. Ich glaube, so einen richtigen, der immer Liebling war, Publikumsliebling war, glaube ich, gibt es gar nicht, oder? Außer doch Bret Hart. Hat's jetzt, warte mal, ich spreche mal kurz an oder sprechen die jetzt auch immer noch dasselbe? Darf ich, okay, die sagen immer noch dasselbe. Gut, dann bleibt dabei. Dann sagt halt immer wieder dasselbe. Gut, dann gehen wir mal, jetzt haben wir die Promo abgeliefert. Ich hoffe, dass die jetzt gar nicht so schlecht war. Mal gucken, was er sagt. Naja, Promos war, ist nicht geübt in meiner. Wow, das war beeindruckend. Frei von der Seele weg. Ehrliche Promo, wenn du daran weiterarbeitest. Das WWE-Universum wird dich lieben. Dusty wäre stolz. Ich finde Promos immer noch peinlich. Es ist großartig, direkt zu den Fans zu sprechen. Damit bin ich larger than life. Machen wir das. Die Möglichkeit zu haben, direkt mit den Fans zu sprechen, ist großartig. Oder zu deinen Feinden, das darfst du nicht vergessen. Gutes Argument, ich kann es kaum erwarten, das richtig zu machen. Mein Tipp, häufig üben. Ich werde dich hart trainieren, aber du musst daran denken, dass mehr als die Hälfte davon in deinem Kopf passieren muss. Dein Körper fit zu bekommen ist einfach. Den Verstand, deine Persönlichkeit und dein Charisma. Das ist echt harte Arbeit, aber ich werde dir den Weg zeigen. Perfekt, ich bin bereit, was auch immer mich jetzt erwartet. Lass es für den Rest des Tages ruhig angehen. Abschalten ist eben wichtig, ebenso wichtig wie Vollgas geben. Mach dich mit den Leuten hier bekannt, wir machen morgen weiter. Ja toll, jetzt habe ich ja schon alle angesprochen. Gut. Haben wir den nächsten Schritt, aber... Ja, die Ladezeiten dazwischen sind immer ein bisschen nervig, muss ich sagen. Das geht auch besser, liebes 2K. Aber Tag 2, 2018, Oktober. Ja, es ist halt, ne? Nur so eine Sache. Wie macht man es am besten richtig? So, sprich mit Matt Bloom. Matt Bloom wird jetzt erstmal nicht angesprochen. Denn wir quatschen erstmal mit allen anderen. Oh, hier eine Frau. Hallo. Wer ist denn das? Und zwar ist es Nikki Cross, Publikumsliebling. Du solltest dich da draußen ein wenig mehr ins Zeug legen, sonst stiehlt dir mein Match heute Abend die Show. Oho. Was haben wir denn hier? Ja, wir finden jetzt hier natürlich die ganzen Next Superstars da. Retzer. Ich mag dein Tempo, du wirst es weit bringen. Das sehe ich in deinen Augen. Geil. Du scheinst auch... Was? Du scheinst auch getrieben zu sein. Versuch mit mir mitzuhalten. Ich bin nicht hier, um mir Freunde zu machen. Oh. Du scheinst auch getrieben zu sein. Ich weiß nicht, was das meint. Ebenso, Mann, du hast auch in dir. Ich frage mich, ob wir Rivalen oder Verbündete werden. Ich weiß nicht mal, ob der beliebt oder unbeliebt ist. Ich sollte aufpassen, welche Antworten ich wähle. Ach, ich habe zu Hause genug Rivalen. Also sage ich Verbündete. Retzer, Arbeitstier. Wir haben uns schon mal einen etwas größeren Brocken zum Freund gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Gut gelaufen. Jetzt steht Retzer irgendwie da. Hä? Warum steht denn der hier drüben nochmal? Ach nee, das ist jetzt der andere. Der Tag Team Partner von dem, oder? Okay, Akem. Freue mich darauf, mit dir zu arbeiten und dich zu schlagen. Du bist doch dünn wie Papier, Papierkrieger.
Du wirst schon sehen, dass ich aus Stahl bin. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Wow, was für eine Beleidigung. Faszinierend. Ja, pass besser auf, dass du dich nicht versehentlich selbst schneidest. Woran? An deinem dünnen Ärmchen? Wohl kaum. Okay. Das ist wohl ein kleiner Sack. Was haben wir hier noch? Also die hier vorne haben wir jetzt angesprochen. Oh, gehen wir mal zu dem noch. Ich habe gesehen, wie du dich gestern angestrengt hast. Ich finde gut, dass du dich nicht schonst, obwohl du neu bist. Der einfache Weg führt nirgendwo hin. Ich wahre nur den Schein. Du sollst hart arbeiten, nicht zuschauen. Ich hätte den einfachen Weg wählen können, aber der führt nirgendwo hin. Ich will dahin, wo es rau und ruppig zugeht. Wo ist eigentlich mein Bart hin? Ich habe mir doch vorhin noch einen Bart gekauft. Warum habe ich jetzt bloß diesen... Naja. Hier stehen dir alle Wege offen. Wenn du nach Herausforderungen suchst, bist du genau richtig. Ich meine, ein bisschen Mimik, ein bisschen andere Mimik hätten sie denen mal geben können, weil wenn die es gerade, oh, was ist denn das? Wenn die es gerade freundschaftlich mit denen meinen, dann müssen die doch nicht immer so böse gucken, oder? So, wen haben wir denn hier? Wir haben hier Cassius Ono, Publikumsliebling. Okay, der Grünschnabel ist nicht gleich beim ersten Aufeinandertreffen mit den großen Jungs kaputt gegangen. Gut gemacht, Zuckerpuppe. Hey! Amateure wie du werden mich nicht kaputt kriegen. Tut mir leid, ich spreche kein Brollisch. Komm schon, lass uns Freunde sehen. Wie bitte? Tut mir leid, ich spreche kein Brollisch. Hast du geblärt? Weil dir jemand die Windeln wechseln soll? Ich sehe deine Mami gar nicht. Aber Mann, jetzt lege ich mich hier schon mit den Lieblingen an. Das will ich gar nicht. Hey, sag nichts über meine Mutter. Ja, habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich will ja auch nicht als Bösewicht hier reinkommen. Jetzt wird er auch noch böse mit mir. Ja, vielleicht... Ich mache einfach die Antworten, die ich wählen würde. Und ja, dann werde ich halt unbeliebt. Auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt schon mal mit dem Publikumsliebling angelegt, was irgendwie... Und ich sehe so friedlich aus, oder? Und da grinst der gut, das sieht auch friedlich aus. Gut, gehen wir mal zum Herrn Blum. Ah, da haben wir noch einen. Ja, guten Tag, wie geht's Ihnen? Und zwar ist das Publikumsliebling, Eric Young. Hier wird schon hart gekämpft, besonders bei dir. Ich glaube, ich beginne an mir zu zweifeln. Das solltest du. Ich würde zittern, wenn ich du wäre. Keine Sorge, du packst das. Denk daran, es wird nur härter. Hier wird schon hart gekämpft, besonders bei dir. Ich glaube, ich beginne an mir zu zweifeln. Denk daran, es wird nur härter. Wenn du jetzt schon glaubst, es ist hart, dann wirst du nicht lange überleben. Je weiter du kommst, desto extremer wird es. Ja, man müsste auch so einen Hardcore-Weg einschlagen können. Den würde ich gerne dann einlegen. So einen richtig geilen Hardcore-Weg mit viel Blut. Doch. Ich weiß. Ich denke immer noch, das wird sich einpendeln. Aber damit lüge ich mir nur selber in die Tasche, was? Jo, leider ja. Okay, haben wir mal angesprochen. Stehen da alle so ein bisschen dämlich rum. Jo, gehen wir mal zum Herrn Blum. Ja, guten Tag, Herr Blum. Bist du bereit, loszulegen? Ja klar, ich war schon gestern bereit. Gut, bewahre dir diese Einstellung. Also, wenn du es in der WWE zu etwas bringen willst, also wirklich zu etwas bringen, dann musst du ein paar neue Dinge lernen. Moves und Techniken, meinst du? Sowas in der Art. Du wirst sehen, was ich meine, wenn wir heute arbeiten. Wrestling ist der WWE... Was? Wrestling in der WWE ist einzigartig. Anders als alles andere. Ab in den Ring mit dir, dann zeige ich es dir. Okili dogili, Digga. Da gehen wir mal jetzt in den Ring rein und dann zeigst du mir mal, was du da so tun meinst.
Ach, apropos, ich muss mich vielleicht auch mal, jetzt erst, jetzt im dritten Part natürlich, entschuldige ich mich, dass ich keine Webcam eingeblendet habe. Das liegt einfach daran, dass ich hier mit diesem Game Capture aufnehme. Und da ich leider noch einen etwas älteren Prozessor habe, beziehungsweise klappt das mit der Kamera nicht so besonders gut. Tutorial. Du kannst bestimmte Griffe unterbrechen, um deinem Gegner in Trageposition zu nehmen. Versuche einen Scoop Slam durch, indem du L bewegst und gleichzeitig X drückst. Dann halte dann in der Hebebewegung R1 gedrückt. Oh, krieg ich hin. Gut. Du kannst jetzt den Scoop Slam durchziehen, indem du X drückst. Gut. Tragen. Du kannst den Gegner auch direkt in die Trageposition nehmen, indem du R1 gedrückt hältst und mit R... Oder? Hä? Aber dazu muss ich doch den erstmal... Scheiße, was stand da jetzt gerade? Warte mal, nochmal ganz kurz. Was stand da jetzt gerade? Scheiße. Wir machen nochmal mit schnell starten, weil ich hab's jetzt irgendwie verrafft. Entschuldigung. Okay, ja, das ist okay. L und X drückst. So. Kann ich mit X durchziehen? Mache ich. So, du kannst den Gegner direkt in die Trageposition nehmen, indem du R1 gedrückt hältst und dann R nach oben, unten, links oder rechts bewegst. Ja, mache ich doch. Ja, wie denn? Ach so! R! Oh, ich drück die ganze Zeit L. Tragen. Wenn du deinen Gegner trägst, kannst du versuchen, dich wie folgt zu befreien. Drücke schnell in einen Kreis, um freizukommen, falls dich der Gegner trägt. Ja, das habe ich schon öfters erlebt. Gut. Gut, damit ist die Trage-Tutorial zu Ende. Okay, wir haben es tragen gelernt jetzt in dem Tutorial. Und dazu brauchen wir wieder eine halbe Stunde Ladescreen. Natürlich. Aber gut zu wissen, weil gerade bei den Fights gegen Rivano ist das sehr gut zu wissen, dass man so... Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie man das nochmal macht. Ja, da sprechen wir gleich nochmal zu Matt Bloom, weil die anderen, die haben sowieso immer dasselbe zu sagen. Reden wir mal. Ja, ganz gut. Du kommst recht schnell auf den richtigen Trichter. Es ist, als würde es mir im Blut liegen. Mach mal eine Pause und komm zu mir zurück, wenn du bereit bist für die nächste Lektion. Ach, jetzt wird er nicht wieder ein Ladescreen kommen. Gut. Ja, dann sprechen wir mal mit Matt Bloom wieder, weil wir haben Pause gemacht. In Ordnung, sprechen wir über Aufgabemoves. Aufgabemoves sind ein wichtiger Teil der WWE-Matches, weshalb du sie im Hinterkopf behalten musst. Sie herbeizuführen und sie zu vermeiden, darauf kommt es an. Hüpf wieder da rein und ich lehre dir ein paar Dinge, die du wissen solltest. So, jetzt kommt wieder Ladescreen. Ja, Ladescreen ist hier ein sehr wichtiger Bestandteil des WWE-Mein-Karriere-Moduses. Wir spielen immer ungefähr 2 Minuten und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde Ladescreen. Aber wir sind ja nicht aus Glas. Von daher kriegen wir das schon hin. Okay. Dieses Jahr gibt es 2 Möglichkeiten zur Steuerung von Aufgaben. Wir zeigen dir beide Möglichkeiten, damit du die wählen kannst, die zu deinem Stil passt. Option 1, halte X gedrückt, um eine Aufgabe einzulösen. Bewege den Regler mit R. So, Aufgabemove. Benutze R, um den Regler in den Kreis herumzubewegen. Wenn sich da... Ja, das müssen wir ja. Also wir müssen... So, ich muss den jetzt hier, ne? Ein bisschen beschleunigen kann ich damit. Ich kann auf jeden Fall den da irgendwie... Aufgabemoves. Okay, wir machen es nochmal. Wir müssen den aufgeben lassen. Das ist toll. Ich finde die Regelung hier echt schäbig, muss ich sagen. Ich glaube, mit diesen
Aufgabe-Move hier. So, wir sind hier rot. Kommt niemand so schnell zu Fach. Manu. So, wir haben ihn zum Aufgaben gebracht, ja. Ja, irgendwie ist es ganz lustig. Okay, Option 2, halte X oder ziele eine Aufgabe durch das schnelle Drücken der angezeigten Tasten, um schneller als dein Gegner zu sein. Das ist eine geile Idee. Vielleicht stelle ich das sogar um und dann wird das in der nächsten... Alternative Aufgabe-Move. Drücke schnell die angezeigte Taste, um die Anzeige der Farbe zu füllen. Ist die Anzeige komplett rot, überwältigt der Angreifer den Verteidiger. Ist die Anzeige komplett blau, übernimmt der Verteidiger. Okay, ja. Okay, das ist geil. Ich glaube, ich stelle das so um fürs Turnier. Weil ich glaube, das ist schon um einiges geiler als als dieser Kreis da unten. Da ist nämlich grauenvoll. Cool, sprich mit Matt Blum. Gut, gut. Wie ein Fisch im Wasser. Fühlt sich fast an wie ein Fisch im heißen Wasser. Gar nicht. Du bist ein Naturtalent. Welche Steuerung für die Aufgabe-Move ist dir lieber? Drücke schnell, was dir angezeigt wird. Das fand ich besser. Option 2 ist mir lieber. Super, das merke ich mir für später. Das war's dann für heute. Komm morgen wieder, dann lassen wir dich gegen einen unserer NXT-Jungs antreten. Mal sehen, wie gut du die heutige Lektion verinnerlicht hast. Na klar. Bam, 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 jetzt kommt wieder Ladescreen und wieder Ladescreen des Todes. So. So. Aber eigentlich können wir dann jetzt schon wieder, ne? Können wir dann jetzt schon wieder sagen, eigentlich können wir da schon wieder den Part hier beenden. Wir sind jetzt Tag 3, Oktober kommt dann ab morgen dran, würde ich sagen. Und da würde ich sagen, oder beziehungsweise im nächsten Part dran, so rum. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis denn. Ciao.